Er denn gerade da hinten? So, ich würde mal gerne nach unten gehen und schauen, wie weit er ist. So, jetzt müssten auch wieder neue Ebenen kommen. Da sind sie. Oh, Eisen. So. Ich wurde nämlich benachrichtigt. Es schreiben auch wirklich ziemlich wenige in die Kommentare rein, finde ich mal. Ach, hier, da ist es. Zu wenige schreiben in die Kommentare, finde ich. Mehr schreiben sie mir dann hier so über PN-Nachrichten. Das finde ich halt ein bisschen schade. Da heißt es, oh, schlechter YouTuber, denn du hast nur so wenig Kommentare etc. Nur wenn man dann halt die Nachrichtenboxen sieht, beziehungsweise das Postfach, das ist zugespammt. Auch mit richtigem Spam, aber sozusagen auch mit sämtlichen Nachrichten. Und das finde ich halt klasse. Ich würde dann halt mehr sagen, dass man dann halt auf die Kommentare dann zuschreibt, aber was soll ich denn dagegen machen? Soll ich dir jetzt jedem befehlen, schreibt mir das lieber in die Kommentare als in Postfach und mir noch mehr Nachrichten zu schreiben? Warum denn? Ist doch alles okay. So, ihr lauft weiter, das ist super. So, stoppen oder weitermachen? Ich habe eigentlich erstmal noch genug. Ich kann ja erstmal hier sozusagen stoppen. Hallo Kühe. Ah, die Kühe sehen auch wieder knuffig aus. So. Hier brennt es fleißig weiter. Zinn ist auf jeden Fall... Oh, Zinn ist immer noch nicht hier. Schade. Ich dachte, mittlerweile müsste mal Zinn auch wieder aktiv sein. So, 3-3 für jeden. Das ist prima. So. Reiner mit. Boah, du hast ja gar nichts mehr. Bist ja auch leer. Ah, nehmen wir mal eben diese 12 Stück hier da rein. Und welche Tasche ist es? Da habe ich einen Sack. Das ist super. Denn ich brauche ja auch noch welche für mich selber, dass ich den Wald wieder anpflanzen kann. Aber hier sind auf jeden Fall noch genug. Ich kann ja auf jeden Fall noch so ein Stack kann ich hier reinwerfen. Das opfer ich dafür. Das opfer ich dafür. So. Einmal eine volle Ladung schaffen hier. So, das war auch der letzte. Ah, immer das Falsche hier. So, du musst doch da rein. Einmal davon gemacht, ich guck mal unten im Keller. Denn das soll ja auch geändert werden, deswegen wird die Fläche als erstes hier begangen, dass hier hinten gerade wird und alles super aussieht, dass hier das hier hinten verschwindet. Ach, ich habe hier einen Tropfen noch drinnen. Dann hoch damit. Kann ja nie schaden. So, einmal kurz strecken und gehen. In der Zeit, wo wir hier drauf warten. So. So, das muss erstmal gewesen sein. Ein bisschen strecken, ist ein bisschen kalt, aber Sonne ist draußen, das ist super. Die Sonne, die scheint mittlerweile endlich. Wie gesagt, ich habe jetzt schon für zwei Wochen gut aufgenommen, weil... Folge 101 ist die Folge und ich schaue mal eben für euch nach, wann die rauskommt. Dann könnt ihr ungefähr sehen, wann ich das aufgenommen habe. Ich nehme heute am 2. März auf und Folge 101, die kommt erst am 13. Das heißt, 11 Tage später. 11 Tage später kommt diese Folge raus. Denn dank meines Terminkalenders, den ich mir super angeschafft habe. Nur, dass ich mir da reinschreiben kann, wann diese Folgen rauskommen sollen, weiß ich es endlich. Und kann ja auch nachvollziehen, wann die letzten Folgen mal waren. Und weiß auch, wann sie rauskommen. Oder beziehungsweise rauskommen müssen, weil ich ja das immer auf den Plan stelle. Ich habe nämlich letzte einer angeschrieben, er möchte mich gern pushen. Ich weiß gar nicht, Twice die oder so.
muss auch unbedingt schauen, wie der Name hieß. Der hat mich angeschrieben, er wollte mich gerne pushen. Ich habe gesagt, yo, mach mir, habe ihm noch ein altes Push-Video geschickt. Das war jetzt halt nicht der Hype durch dieses Video. Ich will mal hoffen, er kommt auf mich noch zurück. Weil er meinte, es wäre eine Riesenfrechheit, weil ich so viele Videos habe. Mittlerweile müssten es dann, nach diesem Stand müsste es dann über 250 Videos sein. 11 Abonnenten dann immer noch. Knappe 2500 Aufrufe. Das nach seinem Aussagen wäre es halt dann wirklich unfair, dass durch meine Videos, also so viele Videos, so wenig Abonnenten rauskommen. Und ich halt durch, ja, ich habe ja nicht halt das, wie gesagt, das nicht das Hype-Mic. Der PC ist in Ordnung, dazu ist ja nichts, weil es läuft ja seit den Folgen ja wieder richtig flüssig. Davor lief es ja nur noch ruckelartig, darum muss ich da halt mehrere Wochen das abbrechen. Und jetzt läuft es halt gut. Ne, darauf zurückzukommen, er sagte halt, er wird mich gern pushen, ich hoffe, er kommt dann noch drauf zurück. Hoffen wir mal. Es soll ja immer anders laufen, wie es ist. Und das ist halt immer das Problem. Man kann sich ja eigentlich, soll man nicht auf sich jeden verlassen, aber manche Leute kann man sich wirklich verlassen, sind ja sehr sympathisch. Schreiben einen, sie haben ja auch recht. Ich finde es auch ein bisschen unfair, aber ich mache mir halt meine Zeit dadurch. Ich spiele ja sowieso in meiner Freizeit ja auch noch Minecraft. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier arbeitslos bin etc. und kein Hobby habe. Natürlich habe ich Hobbys und so. Aber wenn man um 6 Uhr morgens aufnimmt, was soll man machen? Noch schlafen? Wenn man es nicht mehr kann? So ist das richtig gemeint. Das ist halt immer die Sache. Ich sitze hier, 6 Uhr morgens, zack, schöne Runde. Und so soll das eigentlich auch nach meinem Sinn eigentlich sein, wenn man nichts zu tun hat und früh schon wach ist. Kann man es doch machen. Warum nicht? Aber meistens kapieren die Leute das dann nicht, wenn es dann so heißt. Er ist den ganzen Tag nur am Zocken. Ist schon für den eine Sucht bestimmt, etc. etc. Bla bla bla, sage ich nur. Ich habe Hobbys, ich habe Freunde. Gehe nachts los, ich arbeite dann nur noch dazu. Also, ihr könnt ruhig weiter meckern, sage ich mal. Flamed ruhig weiter. Ich habe Hobbys, ich habe Freunde, ich habe Arbeit. Das ist auch eine das ist sogar zu sagen auch noch ein Hobby von mir. 6 Uhr morgens schön aufnehmen, zack, zack, immer am Wochenende. Denn ich nehme nur noch am Wochenende auf. Damals habe ich täglich gemacht. Aber dann ging immer die Luft raus. Oh, hier haben wir eine schöne tiefe Höhle. Gucken, ob wir da reingehen. So einen kleinen Weg nach unten bauen. So, und du Baum verschwindest und ich kann dir mal angleichen. Ja, ich bin Chuck No, es kann mit der Force wieder alles kaputt machen. So, das wird ja erstmal das erste Teil hier sein. Schön die ganzen Wände angleichen. So, hoho. Wird jetzt hier nur grob hier angeflecht, denn der Berg wird ja ganz wegkommen. Das hätte jetzt bleiben können, nicht schlimm. Und hier werde ich einfach nur... Da kam der Postmensch. Hier werde ich einfach nur drüber wollen und fertig. So. Soll das eigentlich reichen, wenn ich hier einfach nur drüber baue? Ich habe keine riesen Fläche dazu füllen, weil da unten ist ja noch eine Höhle, da kann man ja reingehen. Und schön mit Monster wieder durchschlagen. So. Diggly Diggly, sagte Mr. Flanders. Ich sag Dirty Dirty. So. Ich wollte gerade sagen, da oben ist irgendwie ein Erdblock, aber ist ja nichts Erdiges gewesen.
Hey. So, komme ich hier am schnellsten runter, beziehungsweise komme ich hier runter, ich schlag mal. Ah, das ist eine zu Oberfläche, alles klar. Hier komme ich irgendwie runter, manchmal zumindest hier eine Fackel rein. So. Das ist doch schön. Brauchen wir mal gleich mal wieder 100.000 Kakteen. Wo ich mir dann raus Waterproof machen können, denn durch Waterproof kann ich mehr Waterproof Pipes bauen. Da ist das Loch. Ach, ich bin noch eine Ebene tiefer, nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Können wir erstmal hier zumachen. Yay, Freude, Terraform nicht. Und alles zubauen wieder. Und weil ich es kann. Hier wäre es eigentlich gut, wenn ich ein Together rausmachen würde. Und hier mal, der eine macht weiter und ich mache mein Projekt direkt weiter. Aber dazu findet sich keiner. Es hat sich auch schon mal einer gemeldet, deswegen gehabt, aber... Nein, nein, nein. Mit einer gecrackten Version von Minecraft kommst du nicht weit. Ja, ich spiele eine gecrackte Version. Ich kaufe mir es nicht. Warum soll ich es mir kaufen? Ist Geldverschwenderei. Warum spielst du es dann? Wenn es Geldverschwenderei ist. Und warum holst du dann eine gecrackte Version? Macht sie keinen Spaß mehr? Verrat es. Dann, er hat gesagt, wir einmarschieren so, wie wir eingemarschiert haben. Ja, so ist ja damals gewesen. Klein und mächtig war. Aber ich kenne spawnen sowieso irgendwelche Monster wieder unten drin in so kleinen Kackhöhlen. Ist ja nichts Neues. Wie mein meiner Freizeit Tacket-Welt. Das kleinste Loch der Welt. Zwei Blöcke hoch für den Creeper. Macht diese verdammte Wand offen, weil ich dahinter bauen wollte. Zack, hau diesen Creeper kaputt. Und bumm, war alles weg. Weil darum hatte ich, weil wer Tacket kennt, es gibt ja diese, ja, heißen, sie nennen, ich nenne es einfach nur Cheat-Blöcke. Diese, Relays und so. Da kann man ja seine U's umwandeln, seine Cobblestone und so. Und das finde ich als Cheat-Blöcke. Und deswegen habe ich mir einerseits gefreut, wow, kannst du wieder nachbauen. Am andererseits so, du hast jetzt 20 Stück davon. Packst du einfach wieder einen so in den Container rein, wartest halt ein paar Minuten und zack, ist wieder so ein Ding fertig. Das fand ich halt ein bisschen traurig, aber mittlerweile spiele ich auf Light, das gibt's ja nicht. Manchmal sind sie hilfreich. Sie sind sogar hilfreich, wenn man wie hier 1000 von Cobblestone hat, aber da habe ich eine dreifach so große Anlage gebaut, wie die jetzt hier ist. Aus dem Grund, Cobblestone und zwei Kirbys.